So, hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial auf dem Kanal Triplex Medias und ich zeige euch heute, wie man auf own3d.tv richtig Gameplay streamt und möglichst lagfrei. Ja, lagfrei, ja. Wie geht das Ganze? Und zwar, ihr müsst euch natürlich auf own3d.tv anmelden. Da setzt ihr einfach mal voraus, dass ihr es schon gemacht habt, beziehungsweise es alleine könnt. Ja, was ihr dann braucht, ihr müsst, oder was ihr dann machen müsst, ihr müsst hier auf den Pfeiler gehen, dann auf My Livestreams und dann hier auf Add Livestream und dann müsst ihr so ein Formular kommen oder sowas. Ich habe jetzt schon einen Livestream gemacht und normale User oder man kann nur einen Livestream-Channel machen und wenn man mehrere braucht, soll man halt den Kontakt anschreiben. Ja, wenn man auf My Livestreams geht, dann kann man hier auf Edit machen und hier ein bisschen was einstellen. So, und dann wird uns gleich auch hier unten angezeigt, man braucht ein Programm, welches sich XSplit nennt. Ja, das ladet ihr euch runter, das müsst ihr auch noch registrieren. Das setzt ihr auch einfach mal voraus, dass ihr das könnt. Und dann machen wir das folgendermaßen. Wir starten dann XSplit einfach. Wartet eben, ihr seht das nicht gerade. So, XSplit Broadcaster. So, dann solltet ihr so ein Fenster haben hier. Dann loggt ihr euch dort ein. Gibt es ein Programm auch eigentlich auf Deutsch? Leider nein. Auf Englisch? So, log on. So, jetzt warten wir, bis das hier fertig ist. So, wenn wir dann hier im Programm drin sind, dann sieht das ungefähr so aus. Ihr solltet hier bei Scene Sources noch nichts drin haben. Und ja, jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Was ihr als erstes macht, ihr geht auf View, geht auf Resolution und stellt die Größe ein, in welcher Größe halt der Stream verfügbar sein soll, beziehungsweise welche Auflösung. Je nachdem, was für eine Internetleitung ihr habt, ich würde euch bei unter 16, DSL 16.000, nicht 16:9 Minimal HD empfehlen, sondern was irgendwas mit 480p oder 360p, das was eigentlich auch reicht für Livestreams. Ja, ich habe jetzt auf 1280x720, ja, dann auf Framerate habe ich auf 20 Stellen. Besser wäre 25 Frames pro Sekunde, aber da selbst bei 25 Frames pro Second schmiert hier oder laggt mein Stream auch bei DSL 32.000 beziehungsweise wenn ich zu Hause bin 16.000. Also 20 FPS sollten normalerweise auch relativ in Ordnung sein. Transition könnt ihr lassen und Scale Viewport könnt ihr einstellen, wie groß das Fenster hier eingestellt angezeigt werden soll. Was ihr dann macht, ihr geht auf hier unten auf Add, dann auf Screen Region und dann müsst ihr hier mit diesem Tool den Bereich auswählen, den ihr später streamen wollt. Ich mache jetzt hier einfach mal so einen kleinen Teil hier vom Dingensen. So, dann seht ihr hier den Aufnahmebalken von Camtasia. So, je nachdem, was ihr denn halt ausgewählt habt, könnt ihr das dann hier einfach größer ziehen und auf das Bildschirmformat anpassen. Was ihr noch machen könnt, ihr könnt auf Add Kamera, könnt ihr zum Beispiel eure Webcam dazu machen, irgendein Video oder ein Bild hinzufügen, zum Beispiel wenn ihr da hinzuschreiben wollt, euren YouTube-Channel oder sowas, ihr Titel, da könnt ihr es auch nochmal im Programm extra machen, oder ein SWF-Plugin oder ein anderen Livestream und ja, dann bei Settings könnt ihr halt so andere Sachen, also so komische, weiß ich nicht, so Standardsachen einstellen. Ich mach das Fenster mal dahin. Remove neue Settings. Warum gehen die Settings nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich das auf dem zweiten Bildschirm hier gerade habe. Auf jeden Fall könnt ihr den halt so einstellen mit Farben und so weiter und Kontrast. Ja, was denn noch wichtig ist? Broadcast kommen wir gleich zu. Bei Tools auf Settings. So, da könnt ihr halt alles einstellen. General, so. Bei General könnt ihr euer Mikrofon einstellen. Dazu habe ich jetzt mein Headset da eingestellt. Denn die Locations, wenn ihr das Ganze auch noch aufnehmen wollt mit XSplit. Ja, dann könnt ihr hier einstellen, Enable Skype Interaction, dass wenn ihr mit Skype telefoniert, dass man die Leute auch noch hört. So, dann, was ist für euch noch wichtig hier? Let XSplit Disable Aero Theme, also das, das ist bei Windows 7 und bei Windows Vista hat man ja eine Aero-Oberfläche. Das habe ich jetzt deaktiviert, das ist standardmäßig aktiviert. Und müsst ihr wissen oder müsst ihr gucken, ob es dann damit laggt oder nicht. Ich habe es jetzt einfach deaktiviert, weil es für mich halt schön aussieht und so weiter, je nachdem. So, das mit Channels kommt gleich. Resolutions, da könnt ihr halt noch Resolutions einstellen, also Auflösungen, die angezeigt werden sollen zum Auswählen. Hotkeys könnt ihr auch noch ein paar belegen, wenn ihr wollt. So, jetzt kommen wir zum fast wichtigsten. Ihr geht auf Broadcast und dann könnt ihr hier einstellen Local Recording und 3D Franz Talk Live, wenn ihr das schon eingestellt habt, aber das machen wir jetzt. Wir gehen auf Edit Channels.
Dann geht ihr auf Add, dann auf Own3D und dann müsst ihr hier alles ausfüllen. Ich habe das Ganze ja schon mal gemacht, deswegen wähle ich hier meinen aus, gehe hier auf Edit und dann gucken wir uns hier mal alles durch. Also hier mein Username von Own3D, dann mein Passwort, dann der Channel, den kann man dann auswählen, Location, habe ich Europe. So, jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten und zwar zum Video Encoding. Das entscheidet, ob euer Stream laggt oder welche Auflösung er streamt wird und in welcher Bitrate und so weiter. Ja, ich würde bei Preset würde ich Default lassen, Codec natürlich auch. Jetzt kommt das mit der Quality ins Spiel. Ich habe jetzt auf 8, das müsst ihr ausprobieren. Ja, und was ihr jetzt bei Bitrate einstellen müssen, das könnt ihr ganz einfach nachgucken, wenn ihr zum Beispiel im Browser auf wieistmeineip.de geht. Das mache ich jetzt einfach mal, wieistmeineip.de. Dann geht ihr auf den Speedtest, stellt hier alles ein. Ich habe jetzt die 32.000 und dann macht ihr einen Speedtest. So, jetzt warten wir mal. So, und was uns wichtig ist, ist der Upload. So, Test der Upload-Geschwindigkeit. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Kann es sein, dass es ein bisschen niedriger ist, da ich ein paar Programme offen habe und ich nicht der Einzige bin, der diese Leitung nutzt im Haus. So. Na komm. Okay, so. Wie ihr seht, habe ich Download-Geschwindigkeit ziemlich niedrig im Moment. Weil ja, wie gesagt, mehrere nutzen. So, bei Upload-Geschwindigkeit habe ich jetzt rausgekriegt 1637 Kbit die Sekunde. Und das ist für uns entscheidend. Weil wenn wir hier sehen, dann haben wir auch die Kbit die Sekunde. So, das heißt, dann müssen wir rechnen. Beziehungsweise erstmal das ein bisschen nebeneinander, damit ihr auch seht, was ich meine und wovon ich spreche und so. So, Broadcast, Edit Channels, auswählen, Edit, so. Da müsst ihr gucken, das hier muss da rein, so, ne? Aber ich würde nicht alles davon verbrauchen, sondern ungefähr die Hälfte nehmen, beziehungsweise ein Dreiviertel davon. Ich habe das jetzt bloß so, weil es bei, wenn ich zu Hause bin, habe ich jetzt 16.000. Dann habe ich das einfach so gelassen. Ich habe ein bisschen rumprobiert und bei 850 fand ich die Qualität in Ordnung, beziehungsweise passabel oder akzeptabel. Habe ich auch so gelassen. Und das, was bei VBV-Buffer kommt, das könnt ihr einfach lassen, weil es einfach das Doppelte. So, also, ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel einstellen 1400 Kbit die Sekunde. Das würde meines Wissens nach auch relativ funktionieren, hoffentlich. Wenn die Upload-Rate nicht total schwankend würde oder so. So, bei Resolution würde ich Default Stage Resolution auswählen. Das ist dann die Auflösung, die ihr ausgewählt habt bei View. Andererseits könnt ihr auch die Auflösung nochmal selber aussuchen. So, bei Audio Encoding würde ich euch 96.000 empfehlen. Das sind denn hier 96, die ihr dazu rechnen müsst. Und wenn ihr dann genau auf die Zahl kommt, die ich hier rausbekommen habe, dann sollte theoretisch euer Stream lagfrei laufen. Ja, das war's eigentlich mit dem Stream. Ja, das war's, wie gesagt. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Achso, wenn ihr streamen wollt, dann geht einfach auf Broadcast und klickt einmal darauf und dann kommt ihr eine Meldung, dass zum Beispiel der Link von eurem Stream in eure Zwischenablage kopiert wurde. Andererseits könnt ihr hier natürlich auch noch aufnehmen und so weiter, aber das gehört jetzt nicht zum Tutorial. Ja, das war's. Das waren die Grundlagen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und schreibt dann bitte auch dazu, was euch nicht gefallen hat. Und falls ich irgendwelche Fehler da reingebracht habe im Tutorial, dann sagt es mir bitte. Ja, wie gesagt, es soll es gewesen sein. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bleibt so, wie ihr seid. Macht, was ihr wollt. Euer Franz zockt. Haut rein.